In einem neuen TikTok-Video übernimmt Brian den Kampf mit seiner Zellentür. TikTok aus dem Gefängnis hier versucht Brian, seine Zellentür zu betreten. In einem TikTok-Video versucht Brian, mit all seiner Macht in die Gefängnistür zu treten. Im Hintergrund lachen seine Co-Brets darüber. TikTok-Brianner 1 deshalb stellt Brian ein Video online auf seinem TikTok-Kanal, das zeigt, wie er die Mobilfunktür betreten möchte. Ein Co-Brit filmt den Vorfall. Mobiltelefone sind tatsächlich hinter Gitter verboten. Am Samstagabend ging ein neues Video über Breyes TikTok-Kanal online, zeigt, wie der Gefangene versucht, mit all ihrer Stärke die Mobiltelefontür zu betreten. Im Hintergrund können Sie das Lachen seiner Co-Brits hören. Die Tür ist zwar stärker, auch wenn gegen die Stalltür schlägt, bringen sie den gewünschten Erfolg nicht. 12 Breyer führt auf Instagram durch seine Gefängniszelle. Der Besitz von Mobiltelefonen ist verboten, es sollte nicht sein, dass ein Video aus dem Gefängnis die Öffentlichkeit erreichen wird. Aufgrund der Verwendung und Besitz von Handys im Gefängnis ist für Insassen verboten. Aber immer wieder gelingt es den Bewohnern, Handys ins Gefängnis zu schmuggeln. Wie bereits 20 Minuten berichtet, sollen Handys von einem Angestellten ins Gefängnis geschleppt worden sein. Überall soll ein Wache bis Ende April 2022 rund 20 Mobiltelefone für Gefängnisinsassen organisiert und mitgebracht haben. Im Büro für Korrekturdurchsetzung und Wiedereingliederungskanton von wurde zu dem Zeitpunkt bestätigt, dass bis April 2022 in Zürich Gefängnis im Gefängnis verbotene Objekte während der Zellkontrolle gesichert wurden. Ob und inwieweit Mitarbeiter beteiligt sind, wird noch nicht gesagt, sagt Sprecherin Elena Tankowski. Aus Gründen des Persönlichkeitsrechts wollte das Büro nicht weiterhin zu den einzelnen Fällen kommentieren. In jedem Gefängnis und wieder draussen gibt es viele Bewegungen. Das macht den Kampf gegen den Schmuggel für alle Gefängnisse, erklärt Tankowski.